Auf der Kinderstation erwartet Ärztin Tabia Rohde ein höchst emotionaler Fall. Die 13-jährige Hanna hat sich den Mittelfußknochen gebrochen, während sie mit ihrem älteren Bruder unterwegs war. Allerdings kommen schnell Zweifel am geschilderten Unfallhergang auf. Hallo. Hallo. Tabia Rohde ist mein Name, ich bin die Kinderärztin hier. Pass auf, darf ich sie einmal umdrehen? Wie heißt du denn? Hanna. Hanna, okay. Moment. Wir sind auf der Hallo, Andrea Pick. Hallo. Felix, komplett ausgebucht. Ja. Jetzt hat sie einen Unfall gehabt mit dem Fuß. Wir waren auch schon beim Röntgen. Mhm. Und so wie das aussieht, hat sie sich wirklich einen komplizierten MFK5-Basisbruch zugezogen. Ne? Der Blutdruck war ein bisschen hoch in der Ambulanz. Kannst du das gleich noch mal nachmessen? Das Klar. Ist super. Wie der Blutdruck zu hoch? Sie ist so viel zu jung? Bei jeder Aufnahme ins Krankenhaus werden noch immer Vitalparameter gemessen. Dazu gehört eben auch unter anderem der Blutdruck. Der war bei Hanna dann für ihr Alter sehr, sehr erhöht, was zuerst einmal sehr komisch war. Ja. Vielleicht ist sie ein bisschen aufgeregt oder da gibt's ganz viele. Ist sie doch Herzinfarkt und Schlaganfall gefährdet? Naja, sie ist noch relativ jung. Ja? Wir kontrollieren das jetzt erstmal noch mal. Ja. Und gucken mal, wie hoch es jetzt ist. Kannst du mal ganz lang mit Arm? Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es nichts weiter ist. Ne? Wahrscheinlich ist es einfach nur die Aufregung und die Schmerzen und diese Sachen. Wir kontrollieren das, das ist ja gar kein Problem. Wir gucken mal, wie hoch der jetzt ist. Manchmal sind das nur einmalig hohe Drücke. Das ist ein bisschen hoch. 155 zu 110. Okay, immer noch hoch, alles klar. Dann müssen wir das auf jeden Fall weiter kontrollieren. Hanna, was mich jetzt wirklich mal interessiert ist, wie ist das passiert mit deinem Fuß? Mama, wir waren Eis essen, habe ich dir doch schon 100-mal gesagt. Das glaube ich aber nicht. Schau mal, wie dein Fuß aussieht. Ja, ist doch halb so wild. Nein, das ist nicht halb so wild. Hanna sagt wirklich die Wahrheit. Wir waren wirklich nur Eis essen. Hanna ist damit umgeknickt. Doch, sie ist nur umgeknickt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schau mal. Hör mir doch zu, wir waren nur Eis essen. Also Lukas und Hanna hatten einen, fand ich, sehr liebevolles Verhältnis. Er war sehr besorgt um seine kleine Schwester. Und das erlebt man ja auch nicht immer. Warum das so war, das stellte sich ja hinterher aus. Und das konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, was ja eigentlich recht tragisch war. Hanna, hast du Nasenblut bekommen? Was? Ja, da läuft ein bisschen Nasenblut? Was. Hast du mal ein paar Kompressen? Ja. Ja. Falls das noch schlimmer wird, na, nicht, dass es hier noch alles hintropft. Nasenbluten. Ja gut, Nasenbluten. Bist du denn auf die Nase gefallen, sag mal? Nein. Nein? Du bist nur umgeknickt, bist aber nicht auf die Nase. Nein. Mach deinen Kopf ruhig ein bisschen nach vorne. Ja, also, pass mal ein bisschen nach vorne beugen, genau. Ja. Wir legen dir noch was Kühles in den Nacken. Ja? Jetzt machen wir mal eine Kompression. Neigen den Kopf. Du hältst jetzt einfach mal deine Nase mit beiden Fingern ganz kräftig zu. Nasenbluten als alleiniges Symptom ist erstmal relativ harmlos. Wenn das allerdings in Zusammenhang steht mit erhöhtem Blutdruck, dann sind das Symptome, die auch irgendwie Hand in Hand gehen. Und dann sollte man das doch mal weiter kontrollieren. Wichtig ist, dass wir jetzt die OP anmelden, wenn du das nachher noch machst. Ja. Und dann nehmen wir mal Rücksprache mit den Anästhesisten, wann wir das machen können. Also ich denke, da werden wir eine Schraube benutzen, um das abgerissene Knochenstück wieder an den Mittelfußknochen ranzuschrauben, dass sie möglichst schnell wieder laufen kann. Bevor Kinderärztin Tabia Rohde für die OP grünes Licht gibt, will sie anhand einer Blutanalyse ausschließen, dass hinter Hannas hohem Blutdruck und dem Nasenbluten etwas Ernstes steckt. Also das Gute ist erstmal, Labor ist unauffällig. Da haben wir jetzt weiter nichts. Ja, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Sie hatten gerade schon irgendwie erwähnt, dass in der Familie auch Bluthochdruck vorkommt. Ja, meine Mutter und ich, wir haben Bluthochdruck. Und deshalb mache ich mir unheimliche Sorgen, weil sie ist noch zu jung. 160 zu 105. Noch höher? Nein. Okay. Sie war ganz ruhig jetzt. Also wir hatten noch keine Aufregung jetzt hier gerade. Die letzten 20 Minuten war hier wirklich Ruhe. Ist dir öfter schwindelig? Als ich nicht hatte. Als du da das mit dem Fuß hattest, war dir da auch schwindelig? Nein. Aber Hanna, jetzt mal ganz ehrlich, als wir im Park waren, war dir da nicht schwindelig? Wie? Ihr wart im Park? Ich dachte, ihr wart Eis essen. Während wir auf ärztlicher Seite immer noch weiter gerätselt haben, woher dieser hohe Blutdruck kommen kann, zeigte sich eben auf der anderen Seite der Familie, dass die Anspannung immer und immer größer wurde. Letztendlich hat dann aber auch der Bruder irgendwie umgeschwenkt und hat sich dann schließlich und endlich so ein bisschen verplappert, als er gesagt hat, naja, war dieser Schwindel nicht auch im Park schon da? Hanna, ich glaube, wir müssen das jetzt mal aufklären.
Wir waren Eis essen, aber danach waren wir noch im Park und ich habe ein paar Kumpels getroffen. Und wie du ja weißt, ich mache ja Parkour mit denen. Und da war Hannah halt dabei. Das kann doch nicht sein. Du sollst doch auf deine kleine Schwester aufpassen. Ich habe auch auf Hannah aufgepasst. Hannah hat auch nichts groß gemacht. Aber ich habe Hannah halt erlaubt, dass sie auf der Slackline, also auf der Leine zwischen den zwei Bäumen balancieren darf und ist da blöd runtergefallen. Ja, schau mal. Was ist das, eine Slackline? Eine Leine zwischen zwei Bäumen, die maximal 20 cm über dem Boden ist, da ist sie von runtergefallen. Wie kann man, also was macht man? Sitzt man da drauf? Da balanciert man drüber, also läuft man drüber. Nichts über ein Band? Über ein Band, genau. Ja, so in der Breite. Nichts Dolles. Ist nicht so hoch. Überleg mal, was noch hätte passieren können. Ja, aber... Ist ja doch nicht nur bei dem Fuß bleiben können. Mama, ich brauche keinen Aufpasser. Ich bin kein kleines Kind mehr. Anscheinend doch. Du brauchst immer noch einen Aufpasser. Mama, lass mich in Ruhe. Am besten geh ich jetzt einfach raus. Komm, Mama, wir gehen am besten mal raus. Komm mal mit mir mit. Warum das alles so eskaliert ist, habe ich in dem Moment überhaupt gar nicht verstanden. Das Ganze hat sich erst viel, viel später für mich aufgelöst. Also, ich habe gute Nachrichten. Ich habe mit dem Anästhesist gesprochen. Ja. Das heißt, die OP kann schon heute stattfinden. Okay. Wird noch ein paar Stunden dauern. Also, was wir machen werden, zeige ich dir mal kurz am Röntgenbild. Dann wird dann nachher, du schläfst ja, ne? Und dann wird nachher ein Schnitt gemacht, hier am Fuß, ja? Und dann wird dieses Knochenstück mit einer Schraube wieder an den Knochen dran geschraubt. Und dann kann man auch wieder laufen nach ein paar Tagen. Okay. Ne? So, bis dahin kriegst du natürlich gegen die Schmerzen Schmerzmittel über die Vene. Dafür haben wir hier den Venenzugang. Und du dürftest jetzt nichts mehr essen und trinken. Also auch kein Kaugummi. Auch kein Kaugummi, genau. Weil durch das Kaugummi-Kauen erhöht sich der Speichelfluss und dann hast du ganz viel Speichel nachher im Magen. Und das ist dann auch eine Gefahr des Verschluckens während der OP. Okay. Ja. Ich bin der Kaugummi-Einsammler. Ja. So. So, das ist ein Riesenmonster-Ding. Das werde ich natürlich alles auch noch deiner Mutter erklären. Ja, die habe ich schon getroffen und habe ihr gesagt, sie soll noch in der Cafeteria warten. Okay. Und dann weiß die auch Bescheid. Am späten Mittag wird es für Hannah ernst. Im Gegensatz zu ihrer Mutter hat die 13-Jährige zwar keine Angst vor der geplanten Fuß-OP, allerdings belastet die Schülerin etwas anderes, wie sich kurz vor dem Eingriff zeigt. Bedrückt dich irgendwas? Du siehst nicht so glücklich aus, hm? Ich bin ein bisschen unfair zu Mama, oder? Zur Mama, ich habe gehört, dass auf Station so ein bisschen, also so ein kleiner Disput zwischen dir und deiner Mutter wohl herrscht. Genaueres weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich habe nur gehört, dass da so ein bisschen... Darf ich du zu ihm sagen? Ja, natürlich. Selvia ist mein Name. Selvia. Also ungefähr vor einem Jahr ist meine Zwillingsschwester Mia beim Autounfall verunglückt. Du hast eine Schwester gehabt? Ja. Okay. Sie war mit Freunden unterwegs, ich weiß nicht mehr genau wohin. Ja. Und auf dem Weg war sie nicht angeschnallt und dabei ist sie dann gestorben. Vermisst du sie? Ja. Och, Kind. Meine Mutter denkt, sie hätte es verhindern können, wäre sie strenger gewesen. Dann hätte sie sich angeschnallt. Aber Mia hat sowieso immer gemacht, was sie wollte. Ja. Und... Macht sich deine Mutter Vorwürfe jetzt deswegen? Ja. Hast du das Gefühl, dass sie jetzt den Fokus sehr auf dich gelenkt hat? Ja, natürlich. Sie sperrt mich sozusagen zu Hause ein. Sie lässt mich nichts mehr alleine machen. Sie packt mich in Watte. Es ist eine schwierige Situation. Die Hanna hat ihre Zwillingsschwester verloren bei einem Unfall. Das ist nicht nur für die Schwester schwer, sondern auch für die Mutter vor allen Dingen. Und das geht einem schon ans Herz, wenn man das so hört. Die hat ihren Halt verloren, die Mutter macht sich Vorwürfe. Das ist schon eine sehr traurige Geschichte. Und das war trotzdem schön, dass sie sich mir anvertraut hat und dass sie da auch ein bisschen was loswerden konnte. Und ich habe ihr natürlich ans Herz gelegt, sich mit ihrer Mutter auszusprechen. Fühlst du dich ein bisschen besser jetzt? Ja, es ist gut, dass ich mal so offen mit einem darüber reden durfte. Danke. Ja, gerne. Sind ja Frauen, ne? Müssen uns ja ein bisschen unterhalten. Ja? Mhm. Gut. Hast du noch Angst? Ich weiß, dass Mia mich beschützen wird. Ja, das glaube ich auch. Das wird sie bestimmt machen. Und deine Mama drückt dir ganz doll die Daumen draußen. Ja? Und wenn das hier vorbei ist,
Schau mal, dass du einen Moment findest, dass du dich mit deiner Mama mal aussprichst. Ja. Ja? 4 Stunden später. Hannas Operation war ein voller Erfolg. Das klärende Gespräch mit ihrer überfürsorglichen Mutter steht allerdings noch aus. Und auch die Frage nach den Ursachen des erhöhten Blutdrucks ist nach wie vor unbeantwortet. Na, wie geht's dir? Ja, besser. Bist du ein bisschen müde, ne? Ja. Ja, also die Operation ist super gelaufen. War alles überhaupt kein Problem. Du musst aber trotzdem noch hier bleiben zur Überwachung, weil wir natürlich auch noch den Blutdruck weiterhin kontrollieren wollen und noch nicht rausgefunden, was da die Ursache war. Und aufstehen geht auch noch nicht. Also du darfst jetzt noch nicht auf dem Fuß laufen. Ne? Darf ich denn jetzt auch eigentlich wieder Kaugummis kauen? Ja, du darfst jetzt auch wieder Kaugummis kauen. Ja. Dein Kaugummis. Okay. Ich messe noch einmal unkauenden Blutdruck. Ja. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der Blutdruck jetzt ist. Hast du noch Schmerzen? Ist es auszuhalten? Ist auszuhalten. Du kriegst ja noch hier eine Schmerzinfusion. Hervorragend. 110:70. Sehr gut. Top. Okay, also das ist im Prinzip genau der Blutdruck, den wir haben wollen. Ne? Ja, warum der jetzt so hoch war, keine Ahnung. Hallo, Schatz. Sport oder hey, was? Hanna, das sind doch meine Kaugummis. Wissen wir nicht. Hast du mir die geklaut? Darf ich die mal sehen? Also da steht Guarana Boost drauf. Was? Ja. Hm? Hast du die jetzt 2 Wochen lang gekaut? Ja, wieso nicht? Das sind meine, die sind nicht für dich gedacht. Die habe ich mir extra bestellt. Ja. Weißt du, was sind das für Kaugummis? Du hast mir doch keine abgegeben, da habe ich mir einfach 2 Packungen genommen. Glücklicherweise konnten wir doch noch die Ursache für Hannas Herzrasen und ihren hohen Blutdruck herausfinden. Und zwar diese Guarana-Kaugummis. Die Liane gehört zu den Seifenbaumgewächsen und stammt ursprünglich aus dem Amazonasgebiet. Die Guarana-Bohne enthält eine etwa 5-fach erhöhte Konzentration an Koffein, wenn man es mit der Kaffeebohne vergleicht, und hat deswegen auch eine viel stärkere Wirkung, die dann zu Herzrasen, hohem Blutdruck, Schwindel und Muskelzittern führen kann. Und das war tatsächlich auch der Auslöser dafür, dass Hannah den Unfall erlitten hat. Wieso hast du solche Kaugummis? Ja, Mama, es war ja so, seit dem Tod unserer Schwester, Hannas Zwillingsschwester, da lief es bei uns zu Hause nicht mehr wirklich. Runden habe ich gedacht, ich wollte dir unter die Arme greifen, damit du das nicht alles alleine stemmen musst. Und es war halt nicht einfach für uns. Und ich musste auch noch die Schule währenddessen machen. Und alles unter einen Hut zu bekommen, ich habe es nicht mehr geschafft. Und ein Freund von mir sagte, diese Guarana-Kaugummis, die würden dagegen helfen. Da habe ich mir die bestellt. Was ist mit deinem Vater? Normalerweise gibt es einen Vater zum Helfen, oder nicht? Der hat uns, wie die Kinder auf die Welt gekommen sind, hat er uns gleich verlassen. Also der ist gar nicht der Rede wert. In so einer tragischen Situation, wenn Eltern ein Kind verlieren, ist es sehr häufig so, dass sie die verbleibenden Kinder da wirklich eigentlich in Watte packen, sie sehr beschützen und behüten und den Kindern nicht mehr diesen nötigen Freiraum geben, den sie eigentlich brauchen. Das ist aber wichtig tatsächlich für die Entwicklung der Kinder. Und man sieht auch eben, wohin das führen kann, wenn Eltern das tun, die Kinder eben nicht mehr rauslassen und viel zu viel behüten. Und wenn man vielleicht mal mit irgendjemandem redet, mit jemandem Fachpersonal, vielleicht so ein, wir haben hier so einen Krankenhausseelsorger, dass sie vielleicht auch lernen, ein bisschen loszulassen. Hanna. Es tut mir so leid, dass ich dich so eingeengt habe. Ist doch nicht so schlimm. Wir müssen doch alle irgendwie damit leben, dass Mia nicht mehr da ist. Ja, aber es tut mir so leid, dass du alles abbekommen hast. Naja, ich glaube. Ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn Sie da noch mal auch wirklich diese therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Ne? Da ist noch ganz, ganz viel zu verarbeiten. Aber wie gesagt, du musst Lukas und mir auch Freiraum geben zum Leben. Und die Mia wird schon auf mich aufpassen da oben. Sie ist nämlich mein Schutzengel, mein Schutzzwilling sozusagen. Das glaube ich auch. 3 Tage nach der Operation wurde Hannah aus der Klinik entlassen. Schon bald jährt sich der Todestag ihrer Zwillingsschwester zum ersten Mal. Um den schrecklichen Verlust verarbeiten zu können, hat sich die Familie für eine gemeinsame Therapie entschieden.